मसीह-ए-वक्त अब दुनिया में आया, खुदा ने अहद का दिन है दिखाया। दरसे महफूजा, वोर्टराग aus den Worten des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dem heutigen Dars aus den Schriften des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam. In dieser Lesung geht es darum, dass wir mehr von den Schriften des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, erfahren und davon auch profitieren können. Denn der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hat für uns spirituelle Schätze gebracht. Und durch das Präsentieren dieser Auszüge aus den Schriften des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, geht es darum, dass sie auch ein Interesse entwickeln, sich damit auseinanderzusetzen und noch mehr zu erfahren über die Lehren, die der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hinterlassen hat. In dem heutigen Zitat von dem verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, geht es um drei Kategorien von Menschen, drei Arten von Menschen, die Offenbarung empfangen oder Träume haben. Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, er schreibt: Es gibt drei Kategorien von Menschen, die an himmlischen Zeichen teilhaben. Erstens jene, die selbst keinen Verdienst und keine Beziehung zu Gott, dem Allmächtigen, haben. Aufgrund ihrer intellektuellen Voraussetzungen erleben sie zwar wahre Träume und Visionen, doch diese weisen weder auf ihre Akzeptanz durch Gott hin, noch auf seine Liebe, noch sind sie von einem etwaigen Nutzen für sie. Tausende verruchter und bösartiger Menschen teilen solche Erfahrungen mit ihnen. Man sieht oft, dass trotz solcher Träume und Visionen ihr Verhalten nicht lobenswert ist und ihr Glaube sehr schwach. So sehr, dass sie nicht den Mut haben, wahres Zeugnis abzulegen oder sich von dem Verruchten zu trennen. Sie wagen es nicht, solches wahres Zeugnis abzulegen, das bei einer Person hohen Standes Anstoß erregen könnte. Sie sind nachlässig und faul hinsichtlich ihrer religiösen Verpflichtungen und gänzlich versunken in der Sorge und dem Kummer über das Weltliche. Absichtlich unterstützen sie die Falschheit und verlassen die Wahrheit. Auf Schritt und Tritt machen sie sich der Unehrlichkeit schuldig und einige von ihnen enthalten sich nicht einmal der Laster und Sünde und greifen auf jede ungesetzliche Methode zurück, um weltliche Vorteile zu erlangen. Der moralische Zustand einiger von ihnen ist bedauernswert und sie sind durchlöchert von Neid, Geiz, Dünkel, Hochmut und Stolz. Sie greifen auf jede Gemeinheit und sind charakterisiert von verschiedenen Arten schändlicher Übel. Einige von ihnen haben nur böse Träume, von denen eine Anzahl wahr wird, so als seien ihre Hirne nur für üble und unheilvolle Träume erschaffen worden. Es ist ihnen nicht möglich, Träume zu haben, die ihnen nützen oder die auf etwas Gutes für jemand anderes hindeuten. Ihre Träume sind von einer Art, die man mit der Erfahrung einer Person beschreiben könnte, die in der Ferne Rauch erblickt, doch weder den Schein des Feuers sieht, noch dessen Wärme spürt. Solche Menschen haben nichts mit Gott und geistigen Dingen zu tun. Ihnen ist nur Rauch gegeben worden, der kein Licht erzeugt. Die erste Art von Menschen, die der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hier beschrieben hat, sind Menschen, die unmoralisch sind, aber dennoch wahre Träume haben können. Das bedeutet, dass allein Wahrträume zu haben, ist schon lange nicht ein Hinweis darauf, dass diese Person auch aufrichtig ist oder dass diese Person eine Bindung zu Gott pflegt. Dann kommen wir zu der zweiten Kategorie. Die zweite Kategorie von Menschen, die wahre Träume erleben oder Offenbarungen empfangen, sind jene, die zwar eine gewisse Beziehung zu Gott haben, deren Beziehung aber nicht vollkommen ist. Ihre Träume und Offenbarungen ähneln der Erfahrung einer Person, die in einer dunklen und kalten Nacht in weiter Ferne das Licht des Feuers sieht, das ihr ermöglicht, Schlaglöcher, Dornen, Steine, Schlangen und wilde Tiere zu meiden, sie aber nicht davor erretten kann, vor Kälte zu sterben. Wenn eine solche Person den Wärmekreis des Feuers nicht erreicht, wird auch sie genauso vernichtet wie einer, der im Dunkeln geht.
Dann kommen wir zu der dritten Kategorie, die der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, beschreibt, von Menschen, die Offenbarungen empfangen oder Wahrträume haben. Die dritte Kategorie von Menschen, die wahre Träume und Offenbarungen erleben, kann verglichen werden mit einem Menschen, der in einer dunklen und kalten Nacht nicht nur vom hellen Schein eines Feuers geführt wird, sondern dessen Wärmekreis wirklich betritt und vor den Auswirkungen der Kälte vollkommen geschützt ist. Nur jene Menschen erreichen diese Stufe, die das Gewand niederer Leidenschaften in Feuer der Liebe zum Göttlichen verbrennen und um Gottes Willen ein Leben in Bitterkeit wählen. Sie sehen den Tod vor sich und laufen auf ihn zu, um mit ihm zusammenzutreffen. Sie akzeptieren jede Pein auf dem Wege Gottes. Um Gottes Willen werden sie zu Feinden ihres Egos und zeigen in dieser Hinsicht ein derartiges Maß an Glaubensstärke, dass selbst Engel darauf erstaunt sind. Sie sind geistige Sieger und alle satanischen Angriffe erweisen sich gegen ihre geistige Stärke als vollkommen unwirksam. Sie sind wahrlich getreu und hingebungsvoll. Szenen weltlicher Freuden können sie nicht irreführen, noch können sie durch die Liebe zu Ehefrau und Kindern abgewandt werden. Kurzum, weder Bitterkeit kann sie ängstigen, noch kann ein materieller Genuss verhindern, dass sie auf Gott zugehen. Keine Beziehung kann ihre Beziehung zu Gott stören. Und dann setzt der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, fort, nachdem er diese drei Arten von Menschen beschrieben hat, die Wahrträume empfangen. Es gibt drei geistige Grade, von denen der erste Gewissheit durch Folgerung, der zweite Gewissheit durch Sehen und der dritte gesegnete und perfekte Zustand der Gewissheit durch Erfahrung genannt wird. Solange die Stufe der Gewissheit durch Erfahrung nicht erreicht wird, kann das menschliche Verstehen insofern nicht Vollkommenheit erlangen oder von allen Unreinheiten gereinigt werden. Als eben jene Stufe nicht nur für das Sehen beschränkt bleibt, sondern das menschliche Herz in einer plötzlichen Erfahrung einhüllt, während der Suchende in das flammende Feuer der Gottesliebe stürzend sein Ego ganz und gar verneint. Auf dieser Stufe ändert sich das menschliche Verständnis von der Theorie zur Erfahrung und das niedere Leben wird vollkommen ausgemerzt. Ein solcher sitzt auf dem Schoß Gottes des Allmächtigen, so wie ein Stück Eisen, wenn im Feuer erhitzt, das Aussehen und die Eigenschaften des Feuers annimmt, wird auch ein Suchender auf dieser Stufe ankommen, mit göttlichen Attributen ausgestattet, die er in sich reflektiert. Er unterwirft sich dem Wohlgefallen Gottes so vollkommen, dass er unter der Anleitung Gottes spricht, sieht, hört und sich bewegt, als wäre allein Gott in seiner Hülle. Seine Menschlichkeit ist den göttlichen Manifestationen vollkommen unterworfen. Dieses Thema ist sehr subtil und befindet sich außerhalb des allgemeinen Verständnisses. Darum werde ich nicht weiter darauf eingehen. Das ist ein Auszug aus der Schrift Haqiqatul Wahi des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam. Und an diesem Auszug, um es nochmal kurz zusammenzufassen, hat der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, beschrieben, dass es drei Arten von Menschen gibt, die Offenbarung empfangen. Und auch Menschen, die unmoralisch sind, die keine Bindung zu Gott haben, auch die können Wahrträume erlangen. Aber das ist lange nicht ein Beweis für ihre Bindung und zu Gott oder für ihre Aufrichtigkeit. Und auch wird beschrieben, wie eigentlich die wahre Bindung von einem Menschen ist zu Gott, der aufrichtig ist und die Nähe Allahs genießt, dass er so ist, als würde er im Schoße Allahs sitzen. Möge Allah Ta'ala uns dazu befähigen, von den Schriften des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, zu profitieren. Jazakumullah sin al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masih waqt ab dunya mein aaya, Khuda ne ahd ka din hai dikhaya. Dars-e Mahfuzat, Vortrag aus den Worten des verheißenen Messias. Friede sei auf ihm.